Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich diese Armbänder gemacht habe. Die sind vom Muster her wie die Dragon Scale Armbänder, nur eben viel fester. Und sie sind bei den Dragon Scale Armbändern ist es ja so, die werden erst fest, wenn man die Gummis doppelt arbeitet. Bei diesen Armbändern ist es so, dass sie schon so fest sind, auch wenn man die Gummis nur einzeln arbeitet. Ich finde die super hübsch beide. Und ich zeige euch in diesem Video diese Variante mit den gemusterten Gummis in hellgrün, pink und weiß. Hier habe ich weiß und schwarz abwechselnd verwendet und als inneren Verlauf lila gewählt. Wie gesagt, die Variante gibt es im Video. Ihr braucht ungefähr 80 Gummis dafür. Und ich werde meine beiden Gabeln benutzen. Das Ganze wird auf zwei Gabeln gearbeitet. Ihr könnt natürlich auch euer Board benutzen oder euer Board könnt ihr natürlich auch benutzen. Und ich benutze zusätzlich noch meine Häkelnadel. Und dann geht's auch schon los mit der Anleitung. So, ich starte für dieses Armband mit einem Gummi, was ich über beide Zinken in der Mitte von einer Gabel lege und dann einmal drehe und über die anderen Zinken der anderen Gabel gebe, auch in der Mitte. Genau so. So sieht das Ganze dann aus mit dem X in der Mitte. Dann nehme ich zwei farbige Gummis, also die pink-grünen, und gebe sie über die Mitte meines Armbands. Und zwar über die beiden äußeren Gummis, sodass sie in der Mitte so überlappen mit dem unteren Gummi. Hier auch so aufspannen. Das Ganze sieht dann so aus. Die bunten sind jeweils auf den beiden äußeren und zwar von einer Seite zur anderen gespannt, von einer Gabel zur anderen. Dann nehme ich das weiße Gummi unten, was auf X gespannt ist, und gebe es über die beiden Gummis drüber. So, dass es jetzt so in der Mitte liegt. So soll das Ganze aussehen. Dann nehme ich ein weiteres weißes Gummi und gebe es auf die gleiche Position, auf der eben das erste weiße mit dem X war, nur ohne X. Und lume jetzt die beiden mittleren Gummis, die unter dem weißen liegen, ab. So. Und die andere Seite auch. Beide Gummis ablumen. Allerdings nur die, die unter dem weißen liegen. So, das Ganze sieht jetzt so aus in der Mitte. Jetzt kommen wieder zwei grün-pinke Gummis. Die kommen auf die grün-pinke Position. Auf die äußeren, beziehungsweise von außen, über beide. So. Und dann wird erst das Äußere abgelumt und dann auch die beiden Inneren. Die Weißen werden auch abgelumt und zwar über die Grün-Pinken. Hier auch die Äußeren ablumen, das Grün-Pinke und dann das weiße Innere auch ablumen. So, so sieht das Ganze aus. Ich zeige es einmal in groß. Und dann hole ich mir das Weiße hier. So, und hebe es rüber und lume es über das Grün ab. So sieht das Ganze jetzt von oben aus. Als nächstes kommt wieder Weiß, ein einzelnes, in die Mitte über beide. Und ich lume die Pink-Grünen darüber ab. Man kann das Ganze so ein bisschen nach hinten ziehen. Das geht dann einfacher. Beim zweiten geht es eh immer besser. Und auf der anderen Seite auch. Einfach nach oben ablumen. So sieht das Ganze dann aus.
Und als nächstes kommen wieder zwei pink-grüne Armbänder, Bänder, die ich wieder außen auf die Positionen aufgebe. Und ich lume wieder das pink-grüne ab. Und dann das weiße. Hier wieder ein bisschen rausziehen, dann kommt man besser an das weiße. Hier durch und ablumen. Und auch auf dieser Seite die unteren ablumen. Und hier auch das Weiße holen. Und ablumen. Wenn ich jetzt das Ganze ein bisschen nach draußen ziehe, sieht man schon, wie sich das Muster entwickelt. Ich kann schon mal einen Verschluss nehmen und das unten in das weiße Gummi einhaken. Durch beide. Na, so, durch beide durch natürlich. Und ich zeige es noch ein bisschen länger, wie sich das Muster dann weiterentwickelt. Dann wird wieder über die Mitte abgelumt. Dann drehen und hier auch über die Mitte ablumen. So. Und dann wiederum pink-grüne Gummis aufgeben. Und wieder ablumen. Das Weiß auch ablumen. Und hier auch. Erst die äußeren und dann die etwas frickeligen Weißen ablumen. So von oben. Und wenn man jetzt zieht, sieht man hier das Muster schon hundertprozentig. Da entwickelt es sich und so soll es auch aussehen. Dann wieder weiß. Das grün-pinke abblumen, dann die grün-pinken wieder aufgeben und die grün-pinken außen abblumen und die weißen in der Mitte abblumen. Nochmal kontrollieren. So sieht das Ganze aus. Und so setzt ihr einfach das Muster fort, bis ihr die Länge erreicht habt, die ihr haben möchtet. So sieht das Ganze jetzt nach einer ganzen Reihe Durchläufe aus. Und ich mache jetzt den Abschluss. Dafür nehme ich die äußeren Gummis und lege sie mit in die Mitte. Über den zweiten. Also die äußeren einfach einen weiter nach innen legen. So sieht das Ganze dann aus. Und dann suche ich mir einfach eins von den Päckchen aus, eins von den beiden, und lege es auf das andere, auf der anderen Seite auch. Einfach eins aussuchen und auf das andere legen. So, dass ich jetzt jeweils vier zusammen habe. Dann nehme ich ein weiteres weißes Gummi, lege es darüber. Und hol mir dann alle vier durch alle vier durch und lege sie alle in die Mitte. So, das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Ich hole mir alle vier
und lege sie in die Mitte. So, so sieht das Ganze dann aus. So, da war es schon abgerutscht, aber das ist nicht schlimm, die Gummis halten gut. Und ich kann das Ganze festziehen. So. Und ich habe hier das weiße Gummi. Und das kann ich hier in den Verschluss mit einhaken. Und dann ist das Armband fertig. So. So, ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen und ihr mögt die Idee von diesem Dragon Scale Armband. Wenn das so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare, wenn ihr noch Wünsche, Ideen oder Vorschläge für unseren Do-It-Yourself-Kanal habt. Sonst, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt und noch mehr von unseren Anleitungsvideos sehen möchtet, dann lasst uns ein Abo da. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, schaut mal bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei. Und bis zum nächsten Mal.